Hallo und herzlich willkommen. Ich bin's, die Wohnmobil Asli vom Wohnmobil Center in Erkelenz. Ich stelle euch heute den Pössl Summit Prime 540 in Skyroof Modell vor. Wie ihr sehen könnt, ist das in einer eisweißen Farbe. Ich habe mir einen Spickzettel gemacht, da das Wohnmobil auch mehrere Sonderausstattungen hat, wie zum Beispiel ein LED-Tagfahrlicht. Dann sind die Felgen 16-Zoller-Felgen in Schwarz, finde ich passend zur Farbe. Dann gehen wir einmal rum. Hier oben seht ihr einen Sonnenschirm, der allerdings mit Hand auf, also den kann man mit der Hand aufrollen quasi und hier drunter dann schön picknicken. Dann, wie ihr sehen könnt, sind die Scheiben ebenfalls hier schön verdunkelt. So, und hier ist der Stromanschluss. Ja, wie ihr sehen könnt, ist die Tür, die geht nicht ganz auf, weil das nicht in einem Langversion ist. Allerdings passt man eigentlich ganz schön knapp rein, würde ich sagen. Und direkt links findet ihr den Kühlschrank, der ebenfalls beidseitig aufklappbar ist. Also ist hier die Tieftruhe. Wirklich ordentlich Platz für alles. Dann haben wir nochmal unsere zwei Herdplatten und ein Waschbecken. Ja, wenn man sich die Fläche etwas erweitern möchte, kann man das dann natürlich auch hochklappen. Zu. Es hat ebenfalls ein Fliegengitter, was ich immer ganz toll finde. Ja, und hier oben findet ihr die ganzen Stromfunktionen für Wärme, Wasser und Licht etc. Ja, das oben ist sehr, sehr schön beleuchtet, wie ihr sehen könnt. Dann haben wir hier schöne Spotlights, die hier das Ganze, den ganzen Eckraum hier beleuchten. Hier Badezimmer quasi. Wie ihr sehen könnt, ist das wirklich sehr, sehr schön. Dann kann man das alles aufklappen und man hat eine Toilette mit einem Waschbecken. Oh, sehr schöne LED-Lichter und einen kleinen Spiegel. So würde die Tür zugehen. Dann haben wir hier unsere kleine Sitzecke, was auch sehr angenehm mit Lederstruktur ist. Das Graue ist Stoff, also so ein Lederstoffmix, würde ich sagen. Dann kann man hier den Tisch auch aufklappen und auch etwas vergrößern. Was ich auch schön finde, ja, hier hat man auch dann ein Leselicht. Ja. Genau. Was ich noch zeigen wollte, ist die Touch-Funktion von den Lichtern, was ich ganz cool fand. Wie ihr sehen könnt, dass man da also quasi einen schönen Panoramablick hat. Das kann man auch alles öffnen, sodass man hier quasi dann auch frische Luft schnappen kann. Ja, kann man hier quasi auf- und zudrehen. Dann haben wir hier auch noch Glassicht, was man auch quasi hier mit einem Fliegengitter zumachen kann. Dann setze ich mich mal hier auf den Beifahrersitz. Auch sehr, sehr gemütlich, ganz bequem. Die kann man auch, wie ihr sehen könnt, drehen. Was ich auch ganz toll finde, sind hier diese kleinen Kopfkissen, die man auf- und zuklappen kann. Das Lenkrad ist lederüberzogen, ein multifunktionales Lenkrad, was sehr griffig ist, würde ich sagen, sehr angenehm, rutschfest und hat hier auch sehr schöne Silberdetails, was so ein bisschen den schicken Touch gibt. Dann haben wir hier 6 Gangschaltungen. Anschließend findet ihr hier die Klimafunktionen und ein digitales Display, was sehr, sehr praktisch ist für das Wohnmobil, da das auch eine Rückfahrtskamera hat, Bluetooth und einen Handyanschluss, was man auch anschließend
dann das Handy dann auch hier ablegen kann. Sehr praktisch. Dann haben wir hier nochmal einen USB-Anschluss und 12-Volt-Anschluss. Hier, wie ihr sehen könnt, zwei Becherablagen und sehr, sehr viel Stauraum wieder, was wirklich sehr praktisch ist für unterwegs. Ja, dann gehen wir mal einmal hinten rum. Hier ist das Bett mit zwei schönen, schicken LED-Leuchten. Dann hier unten ist der komplette Stauraum. Hier ist der Gasflaschenanschluss quasi, der auch ganz schön versteckt ist. Ich gehe einmal rum. Dann kann man ganz einfach auf das Bett hochklettern. Und hier oben befinden sich noch die Stauräume, was wirklich sehr, sehr schön und praktisch ist. Das war's für heute. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns gerne an, kommt vorbei, guckt euch die Autos selber an, die Wohnmobile, und wir freuen uns. Bis bald!